Grüß Gott zusammen. Es ist Montag. Es ist der 26. April und wir haben 17.30 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Ich mache in diesem Film die Warta. Ich finde, das ist eine der interessantesten deutschen Aktien. Nicht einfach zu handeln, aber gefällt mir sehr gut. Ich befinde mich hier auf dem Trading-Tool von der Vereinsbank One Markets und vor euch liegt der Chart seit 11.06.2017. Das ist also der Chart, eine Kerze, eine Woche. Und die waren seinerzeit wirklich schön tief, hier um die 25 rum, haben sich dann losgelöst, nochmal wunderbar korrigiert von 31 auf die 25 und dann einfach nur wie an der Schnur gezogen hoch. Eine sehr heftige Korrektur im Ende Februar, Anfang März letzten Jahres. Von hier 134 waren sie, glaube ich, 127 runter bis zu 50. Die haben sich fast getrittelt, um dann wieder diesen Aufwärtstrend aufzunehmen. Dieser Aufwärtstrend galt gebrochen erstmal durch diese Kerze hier. Aber da komme ich gleich im Tageschart nochmal drauf. Das ist nämlich eine Besonderheit. Und was mir hier jetzt gut gefällt, von den Bändern her völlig neutral. Sie handeln um die 10- und 20-Wochen-Linie herum. Sie geben noch kein fertiges Kaufsignal über den Trendfolger MACD, sind da wohl positiv über den Oszillator, die Slow Stochastik. Jetzt gehe ich mal mit Ihnen auf den Tageschart. So, erst nochmal ein Spruch hierzu. Das war vor kurzem, wann war denn das? Das war am 28.01. Das war die Geschichte von Malvern Capital. Das war also der gleiche Zeitrahmen wie GameStop. Und wenn sie auch Nokia, war genau das gleiche. Nokia sind von 3, ich glaube, auf 5 gestiegen. Und deswegen nehmen Sie diese Kerzen hier, die nehme ich nicht ernst. Weil das waren Short-Eindeckungen, die gemacht werden mussten. Und dann wurden die auch zurückgekauft, zugemacht von Malvern und zack ging der Kurs auch wieder runter. Also diesen ganzen Bereich, am liebsten würde ich ihn rauslöschen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen fange ich jetzt erstmal hier an. Der gesamte Bereich zwischen 100 und 137 ist häufig getestet worden, oft gehandelt worden und wir befinden uns nach wie vor in diesem Bereich. Jetzt geht es hier weiter. Ich vergesse, wie gesagt, diese Kerzen hier. Ich nehme jetzt auch mal das Fadenkreuz raus und ich orientiere mich an denen hier. Und wenn ich da einen ganz normalen Trend anlege, habe ich hier sehr schöne 1, 2, 3, 4 Berührungspunkte. Heute sind die Warta da raus. Der Schlusskurs wird gerade eben gerechnet, aber ich denke nicht, dass Sie da jetzt nochmal reinfallen sollten. Sie sind da raus. Vom MACD her ist es erstmal völlig neutral. Da gibt es jetzt gar nichts zu sagen. Aber durch diese Seitwärtsphase, die wir jetzt hier haben, und zwar von 105 bis zu 137 in der letzten Zeit, seit 22.02., muss das auch so sein. Das ist ein Trendfolger. Wenn er keinem Trend folgen kann, dann hat er nichts zu tun. Wir werden oder sind auch positiv, aber über die Slow Stochastic, über den Oszillator, das gefällt mir recht gut. Viele, viele Werte im DAX sind schon hier oben, ganz hier oben. Aber Warta ist einer der, sagen wir mal, zurückgebliebenen Werte. Warta ist nicht einfach zu handeln. Ich muss das Fadenkreuz wieder reinmachen. Das war zum Beispiel gestern, beziehungsweise am Freitag. Da waren die 122. Es dauert 7 Minuten, da gehen sie runter auf 118. Es dauert weitere 15 Minuten, dann sind sie wieder bei 121. Das ist Warta. Bei Warta muss man sich auf solche Kerzen hier einstellen. Sowas hier zum Beispiel. Wer also dann hier irgendwann den Stop gelegt hat, der wurde hier gnadenlos rausgestoppt. Und dann ging es noch ein bisschen runter, um dann höher zu schließen. Solche Kerzen, diese Bewegung, das ist typisch Warta. Bei Warta braucht man tatsächlich entweder einen geringeren Hebel oder einfach bessere Nerven. Das muss ich ganz klar sagen. Warta ist nicht einfach. Die Bänder sind sehr schön eng. Das heißt, diese Chill-Phase, nennen wir es mal so, die findet ein Ende. Und ich meine, dass sie momentan deutlich bessere Chancen hat, nach oben wegzugehen, um dem Gesamtmarkt zu folgen, solange der mitspielt. Sollten wir also jetzt irgendwie im DAX 10% fallen, wird sich die Warta dem auch nicht entziehen können. Aber als solitär gesehen sieht die Warta gar nicht schlecht aus. Das nächste Signal kommt bei dieser Kerze hier. Und da war der Hochpunkt bei 126,81. Wenn Sie das mit einer Stundenkerze überbieten, besser noch eine 4-Stunden-Kerze, ist der Wert freier bis zum nächsten wirklich großen Widerstand. Und da sind wir im Bereich von 137. So sieht es bei mir aus. Ich nehme sowas hier nicht als Ziel. Also, weil das war für mich ein zufälliger Kurs. Ich hake das ab. Ich kann auch den hier nicht so ganz ernst nehmen. Aber ein Ziel von 140, 150 hier irgendwo halte ich für durchaus machbar. Ich habe mir dafür Scheine ausgesucht.
Dann drückt ihr über dem Tool dann auf den Wert. Ich habe Mac, also mit zwei Fingern. Ich gehe auf Derivate öffnen und dann kommt diese Box. Wir reden hier von K.O.-Scheinen und die hole ich mir zwar hier runter. Natürlich ist es reizvoll, einen Schein zu suchen, der hier drunter liegt. Aber da ich solche Kerzen hier sowas kenne in Conti, bin ich da sehr vorsichtig. Ich möchte eigentlich eher hier drunter gehen und das letzte Verlaufstief, da sind wir bei 105,90. Das ist jetzt ein Unterschied zum jetzigen Kurs von ganz grob 19 Euro. Machen wir 20. Und dann kann ich sagen, 125, ich runde alles leicht, 125 durch 20 bin ich ganz grob bei 6. Und so kann ich mir den Hebel aussuchen, der voreingestellt ist bei 5. Und ich mache den jetzt mal auf 6. Und da komme ich auf eine Basis, die unter diesem Verlaufstief ist. Und da habe ich einen Hebel von 5,89. Das mal so als ganz groben Anhaltspunkt, wie ich den Hebel berechnen kann. Ich mag diese K.O.-Grenze 103,45. Ich bin mit Hebeln erst so ab 10, 15 unterwegs. Aber nochmals, die Warta ist heftig. die springt ganz gerne mal ordentlich rum. Das wäre der Schein, der in Frage käme. Für den Fall, dass ich recht bekomme, und man kann ja noch warten, bis dieses Niveau hier überboten wurde, dann bin ich also bei der 127 grob. Und das ist der Schein mit der Kennnummer HR3SZV. Ich liege falsch, wenn wir dieses Verlaufstief hier, da einmal, da zweimal, wenn wir das deutlicher mit einer 1- oder 4-Stunden-Kerze unterbieten, weil dann kommen wir auch aus einem unteren Band raus. Also sagen wir mal so, ab 113 werde ich wahrscheinlich schief liegen. Da musste man oder sollte man sich stoppen. Für einen Put, den muss ich hier hinternehmen. Und hinter der 136, aber auch da noch ein ordentliches Stück dahinter, eher so im Bereich von 148. Ich stelle das hier ein auf Short und der passt genau. Es ist ebenfalls fast ein 6er Hebel, 5,82. Das ist die Kennnummer HR717W. Ein 146er Schein, da liegen wir also ungefähr hier. Der kommt für mich allerdings erst dann in Frage, wenn wir wirklich dieses Unterstützungsniveau hier so bei um die 116 ist es momentan, sagen wir mal mit 114 unterboten oder bestätigt haben. Erst dann kommt der für mich in Frage, vorher noch nicht. Ich glaube, die Chancen, wenn ich das hier so sehe und auch die Bänder, auch den Bruch von diesem Trend hier, die Chancen liegen pro Warta. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.